So, hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Ja, wir spielen heute mit der Zickenmama, mit dem Basti und mit den Sexes zusammen und den Killer. Ja, wir werden sehen, was er so macht. Ich hoffe ja, wir werden es hier schaffen. Überleben. So, ein bisschen gewartet haben wir in der Wartelobby. Aber jetzt geht's ja mal los und wahrscheinlich haben wir einen Killer, der campen tut oder sowas. Wir werden mal sehen, wie weit wir hier heute kommen. Ich bin da ja mal ganz zuversichtlich, dass das was wird. Vielleicht fliegen wir auch noch aus dem Ladebalken raus. Das kann ja auch gut passieren. Oder das ist hier die Halloween-Karte. Weil die dauert auch immer ein bisschen mit den Laden. Wir werden mal sehen. Gestörtenabteilung. Eieiei, da sind wir ja richtig. Ja. Aber wenigstens ist es da ein bisschen heller. Man kann da was sehen. Nicht so stockduster. Wir werden mal zum Agi laufen. Ganz zielsicher. Wenn wir mal gucken. Nee, das ist kein Killer. Hier muss man immer die Leertaste drücken und das vergesse ich immer wieder. Das war gerade der Basti. Guck an, der kommt von der Richtung. Verstecken wir uns hier mal. Ah, hier der Halloween-Killer. Na toll. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Haha. Ey, der hat uns nicht gesehen. Oh, Junge, Junge. Was? Der Basti war auch hier hinter mir? So, wir laufen mal ganz langsam. Krabbeln wir mal wieder zum Agi. Der Killer ist nämlich jetzt hinterm Haus. Habt ihr gesehen? Der ist da. Der müsste also irgendwo wahrscheinlich von der Richtung kommen. Weil der wird wahrscheinlich jetzt hier einmal ums Haus gehen. Denke ich mal. War es ein Killer? Ich hab's nicht. Ach Gott. Jetzt habe ich aber die Zickenmama hängen. Guck an. Nur da hinten sehen wir den Killer. Ja, der kommt genau hierher. Lassen wir mal gut sein. Das hat hier keinen Sinn. Wir laufen mal hier rum. Verstecken uns ein bisschen. Da hinten läuft der jetzt lang. Der irritiert mich ein bisschen. Der weiß doch ganz genau, dass hier ein Aki explodiert ist gerade. Na gut, er läuft aber zielsicher woanders lang. Jetzt latschen wir auch noch gegen die Wand. So, wir gucken mal in die Richtung. Irgendwo da ist er. Eieiei. Hä? Ich sagte, er ist da irgendwo und dann ist er schon wieder da. Das ist ja ein. Man muss aber aufpassen, da. Ach, Basti. Weitermachen. Wie oft das Agi jetzt schon explodiert ist. So. Jetzt mal hier weg. Wir müssen irgendwie die Zickenmama da vom Haken holen. Ach, die ist tot. Ah, ja. Da ist er. Der wird uns nicht gesehen haben.
Da ist noch ein Ei, was wir. Ach ja. Dahin läuft der schon wieder. Der läuft ziemlich. Der läuft nicht im Kreis oder so, ne? Der läuft zickzack irgendwie. Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. So, gehen wir jetzt hier einfach mal ins Haus rein. Auch wenn das natürlich ziemlich gefährlich ist. Gerade bei dem Killer. Weil ich weiß nicht, der Killer, der sieht irgendwie alles. Guck mal, da hinten ist er. Und die laufen natürlich ins Haus, ne? Wie kann es anders sein, dass die ins Haus laufen? Das ist klar, das kann nur der Xerxes sein, ey. Man sollte sich seine Mitspieler aussuchen. Also bisher machen wir es aber ziemlich gut für dich, oder? Also, ich kann nicht meckern. Jetzt hat er den Xerxes gut. Oder auch nicht gut. Dann machen wir erstmal ein bisschen das Agi. Wo hängt er? Da. Ach, nee. Jetzt können wir gleich den Xerxes befreien. Das ist auch wurscht. Ich sage ja, mit der Leertaste, das ist... Ei. Okay, dann nicht. Hängt er wieder. Der campt. Das ist hier mal wieder so ein richtiger Camper. Wie er im Buche steht. Jetzt hat er mich. Schade. Aber gut, wir waren noch nicht im Haken. Uns kann noch nicht so viel passieren. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ins Mikrofon gekommen. Man muss ja jetzt auch AD, 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 AD. Das kommt mir vor wie so alte Wintergame-Spiele. Auf dem C64 und sowas. Oder auf dem Atari. Ja, dann campt mal schön. Na, Xerxes, du bist doch verletzt, lass das doch. Der campt, Junge. So, da war auf jeden Fall eine Kiste. Wäre ja schön, wenn wir da mal einen Sunny-Kasten oder sowas rausbekommen. Bei Basti knallt's schon wieder. Jetzt hat er den Xerxes. Das finde ich nicht gut.
Aber hier hinten war doch irgendwo eine Kiste, ne? Wir haben doch hier irgendwo eine Kiste gesehen. Warte mal. Wo war denn das? Wo war denn die? Wo war denn die Kiste? Die muss doch hier hinten irgendwo gewesen sein. Scheiße. Gut, die Kiste brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hier hinten war doch irgendwo die Kiste, sag mal. Ich hab die nicht gefunden, ne? Schade. Sind wir auch tot? Weil ich glaube nicht, dass der Basti jetzt retten kommt. Dafür kenne ich ihn zu gut. So, dann gucken wir mal, was der Basti noch so macht. Was für Erfolge er jetzt noch bringt. Aber, ja, war ein guter Killer, ne? Was haben wir denn kassiert so an Punkte? Ah. Naja, 5000. Hätte ein bisschen mehr sein können. Oh, schauen wir hier mal beim Basti. Ach, guck mal, der hat schon die Klappe offen. Ja, Basti. Jetzt bist du... Hast du ein Problem? War da ein Problem. Ja. Hat auch nicht überlebt. Schade. Ja, gut, ihr Lieben, dann sehen und hören wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Dead by Daylight Folge. Mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Schade nur, dass wir die Kiste da in der Ecke nicht gefunden haben, ne? Also, das... Aber die muss da irgendwo gewesen sein. Wieso hatten dann... Er hätte ihn doch am Berg da aufhängen können, oder? Na gut, habe ich gemacht. Wir sehen uns. Tschüss.